Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf stärken wir die Handlungsfähigkeit der Kommunen in der Pandemie. Die meisten von uns sind ja auch kommunalpolitisch tätig und wir haben es beim ersten Lockdown erlebt und erleben es ja auch jetzt wieder, dass viele Kolleginnen und Kollegen dort Sorgen haben. Und der Kollege Schneider, da kann man sich natürlich hinstellen und das alles abtun und sagen, solange da Busse fahren und solange die Shoppingcenter geöffnet sind, sollen die sich mal nicht so anstellen. Aber ich bin auch im Ehrenamt Stadtpräsident von der Landeshauptstadt, wie Sie vielleicht wissen, und da habe ich schon regelmäßig diese Sorgen auf dem Tisch von Mitgliedern aller Fraktionen, die sich Gedanken machen, ob die Stadtvertretung so stattfinden kann, ob die Ausschüsse so tagen können. Da gehen die Sitzungen ja teilweise auch über mehrere Stunden, ob Ortsbeiräte, andere Gremien so tagen können. Das ist für mich sehr ernst. Und da gab es häufiger mal die Frage, wieso ist es nicht möglich, hier eine Sitzung, wo auch Beschlüsse zu tätigen sind, als Videokonferenz durchzuführen. Bisher musste ich immer sagen, das lässt leider die Landesregelung nicht zu. Künftig kann ich sagen, wir haben die Möglichkeit geschaffen. Und wenn ihr das möchtet als Gemeindevertretung, als Kreistag, dann könnt ihr das tun. Und hier wird es keiner zu gezwungen. Und der Minister hat es ja auch ganz klar und deutlich gesagt. Wenn sich Gemeinden und Kreistage dazu entscheiden, Aufgaben zu delegieren an Hauptausschuss oder Kreistag, brauchen sie dafür eine Zweidrittelmehrheit. Das ist ein sehr hohes Quorum. Das muss erstmal erreicht werden. Denn wir haben es, glaube ich, alle im März, April gesehen, das Thema Umlaufverfahren. Wir haben es in Schwerin einmal praktiziert. Das hat natürlich seine Tücken, weil man kann dort an der Stelle nur schwierig Änderungsanträge bringen. Man kann schwierig nachvollziehen, wer hat wie abgestimmt. Ich war auch viele Jahre Fraktionsvorsitzender, da will man auch schon mal ganz gerne wissen, wie seine eigenen Schäfchen dann abstimmen an der Stelle. Und von daher hat das auch so seine Tücken. Von daher glaube ich, ist das jetzt hier der richtige Ansatz, auf der einen Seite zu sagen, wir ermöglichen die Öffentlichkeit, beispielsweise durch das Thema Livestream. Da gibt es ja viele Kommunen, die da seit vielen Jahren mit gutem Beispiel auch vorangehen. Das ist ja auch eine Form der Öffentlichkeit, der Transparenz. Und haben halt dann die Möglichkeit, eventuell Zuschauerkapazitäten einzuschränken. So haben wir es in Schwerin beispielsweise am Montag auch gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen in Präsenz tagen, aber wir müssen dann leider Zuschauerkapazitäten ein Stück weit runterfahren, bieten dafür einen guten, qualitativen Livestream an. Und die Dinge sind befristet auf 3 Monate. Darauf ist der Minister eingegangen. Und auch beim Thema Haushaltssicherung ist das jetzt ja kein Paradigmenwechsel. Da wird auch der neue Minister sehr darauf achten, dass die Kommunen hier weiter ihre Hausaufgaben machen. Aber in der speziellen Situation, in der wir sind, wo die Kommunen Ausfälle haben im Bereich Gewerbesteuer, wo bestimmte Einrichtungen geschlossen sind, wo der Nahverkehr, andere Bereiche dort finanzielle Schwierigkeiten haben, ist es, glaube ich, auch vernünftig und möglich, diese Dinge dort zu ermöglichen. Und da wir die Kommunalverfassung nicht ändern wollen, um für diese Phase jetzt des Übergangs, für diese Phase der Pandemie bestimmte Regelungen zu treffen, liegt Ihnen hier dieses schlanke Gesetz vor. Wir wollen in der Tat zügig diskutieren, das Thema. Und der Innenausschuss wird sich ja bereits heute Abend auch mit Verfahrensfragen beschäftigen. Deswegen würde ich sehr dafür werben, dass wir das zügig im Innenausschuss diskutieren. Werbe für die Überweisung und nochmal die ganz klare Botschaft, hier wird nicht irgendwo eine Öffentlichkeit, hier wird nicht Transparenz eingeschränkt. Es wird weiter den direkten Kontakt geben. Es muss nachvollziehbar sein für die Bürgerinnen und Bürger, wie haben ihre Vertreter in den Kreistagen, in den Gemeindevertretungen abgestimmt. Da muss eine Teilhabe stattfinden können. Aber ich finde, wir müssen auch dem Rechnung tragen, dass es viele Ehrenamtler im Land gibt, die sich Sorgen machen um ihre Gesundheit, Sorgen sich machen, vielleicht noch vor Weihnachten in Quarantäne gesteckt zu werden, weil sie noch Sitzungen haben in der nächsten Woche. Und ich finde, dem muss man alles irgendwo Rechnung auch tragen. Deswegen ist das, glaube ich, eine Möglichkeit. Wir geben es den Gemeinden als Instrument an die Hand. Ob sie es nutzen, ist dann ihre Aufgabe vor Ort. Da haben sie auch ihre Mandatsträger, können sie vor Ort damit denen das klären. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.